starte ich jetzt die nächste Aufnahme zur nächsten Folge von Black Mesa. Dem Half-Life 1 Remake von 1998. Es kommen große Vibes hoch, LAN-Partys, Garage, Nächte, alte Röhrenmonitore, Maus mit Kugel, alte HP-Tastaturen, die gekleppert haben, vergilbt waren. Ach, das waren schöne Zeiten gewesen. Das waren noch rustikale Zeiten. Das waren rustikale Zeiten gewesen. So richtig rustikal. Wir kamen von hier, haben uns in der letzten Folge was Nettes hier schnappt. Und das wäre diese nette Alien-Waffe. Ist übrigens die zweite, die wir haben. Die erste, können wir hier so Bienenprojektile verschießen. Und die Munition wird nicht leer. Die Alien-Waffe tut sich selbst wieder regenerieren. Wir gehen momentan nicht in irgendeine Richtung. Wir bleiben erst einmal hier kurz stehen, zum Erklären, was abgeht. Die nächste Waffe, die wir haben, das war die zweite Waffe gewesen. Die erste Waffe. Maus mit Kugel. Ich gib's zu. Das ist die erste Alien-Waffe gewesen. Beziehungsweise jetzt die zweite, die ich euch zeige. Wenn wir warten, dann will der unseren Finger beißen. Also irgendwie so ein Käfer. Auch ganz lustig. Maus mit Kugel. Da waren wir gerade gewesen. Auf der einen Seite war es ein geiles Feeling, wenn ich mich zurückerinnere an die ganze Geschichte. Mit der Kuh. Ich hatte mal vor ein paar Jahren nochmal eine Kugelmaus benutzt. Und ich finde das Feeling immer noch geil. Problem war halt immer nur, dass die Kugel immer so schnell verdreckt war. Da musstest du das aufdrehen, die Kugel rausholen, dann musstest du die Kugel sauber machen. Die schwarzen Rollen, die da drin waren, da war auch immer dieser Schmodder dran, den musst du immer auch wieder mit rausholen und sauber machen. Und dann hast du wieder ein nettes Aim gehabt. Finde ich eigentlich so oldschool-technisch schon eigentlich richtig cool. Und natürlich die guten Netzwerkkabel mit den schönen T-Stücken und immer alles schön verbunden und klick, 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 klick und 50 Millionen Kabel überall rumgelegen und dann TCP-IP alles eingestellt und versucht, das alles zum Laufen, IP manuell eingeben, über einen Router, über einen Switch und heute steckst du das ja alles irgendwo nur rein, zack, fertig, findest du dich quasi überall. Früher war das alles ein bisschen komplizierter. Da musstest du noch für deine LAN-Party, für dein Spiel, was du spielen wolltest, musstest du noch ein bisschen für arbeiten vorher, damit man ordentlich spielen konnte. Es war trotzdem eine schöne Zeit gewesen. Allein nur diese Pummelei, da hat man 4-5 Stunden gebraucht, bis alles lief. Dann hat man, keine Ahnung, seine 8 Stunden gespielt und dann bis spät in die Nacht versucht, irgendwie wach zu bleiben. War toll. Ja, genau. Man musste sie quasi einen Tag vorher starten. Das ist, was ich auch gerade gesagt habe, dass man erstmal alles einrichten muss und alles, bis alles lief, das hat immer ewig gedauert. Weil es gab ein paar Computer, da hat das immer super und schnell funktioniert und es gab immer einen Computer, wo es nicht geklappt hat. Entweder hat die Netzwerkverbindung nicht funktioniert oder er konnte nicht joinen ins Multiplayer-Spiel. Das war wirklich grausam gewesen. Aber nichtsdestotrotz machen wir mal hier weiter. So, jetzt haben wir hier 5 Minuten was gequatscht über all times. Aber das gehört dazu, gell? Das gehört dazu. Es ist ja nicht nur zocken, sondern das ist ja auch Quatschen. Kollege, wolltest du jetzt mit, oder? Alright, I'll hold it down over here. Du willst da die Stellung halten, da drüben. Ja, mach doch, was du willst. Ich geh mal da lang, gell? Ja, tschüss. Nette Lensflares am Start auf jeden Fall. Bevor ich hier weitergehe, ich wollte nochmal schnell die Grafik durchgehen.
Einstellungen. Grafico. Magnifico, Grafico. Also, Sichtfeld habe ich hochgestellt. V-Sync ist an. Blendeffekte sind ein. Blablabla, bla, alles alt ingeschaltet. Gesamtqualität steht bei mir auf Kartoffel. Deutsche Kartoffel. Pannenglättung ist an. Detailgrad ist auf hoch. Textur ultra. Anisotropische Filterung 16. Bam, hoch hier schallert. So, Wasserreflexion hoch. Sonnenstrahlenqualität. Ultra. Das habe ich wohl übersehen. So, Sonnenschatten hoch. Dynamische Schatten hoch. Speicher hoch, 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 hoch. Ultra, ultra, ultra. Helligkeit ist okay. So. Hier unten ist jetzt keine Sonne. Das ist mir ja bewusst. Aber falls wir mal wieder an die Oberfläche kommen sollten, dann haben wir auf Ultra, Bultra, Multra stehen. Erstmal laden. So, die Tür ist eh zu, aber immer mal checken das Ganze. Da ist eine Schutzanlage angegangen. Da explodiert auch was. Da drin, hä? Oh, 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 die Muni müssen wir mitnehmen. Das können wir nicht liegen lassen. Das ist von unserem Laserplasma, wie auch immer das Ding heißt, von dem hier. So eine Laserkanone, da war in der vorigen Folge, musste man verschiedene Laser aktivieren, um diesen mega Ballermann sich zu holen. Oder, ach, wie war das gewesen? Wir haben da einen riesigen Laser geschossen. Und da waren vorher ein paar Forscher gewesen, die haben damit durch die Wand geschossen. Die sind dann leider explodiert. Und ich habe mir dann einfach mal die Waffe mitgenommen. Ich habe die einfach genommen. Einfach mitgenommen. Hui. Ey. Ach, das ist auch schon wieder. Das ist auch schon wieder nix. Was ist denn das da? Ist ja schon wieder ein Panzerchen. Eine mobile, was auch immer. Den wollte ich mal zeigen. Aufladen. Ab dafür. Ist ein guter Hackfleischmacher. Also wenn ihr mal Hackfleisch machen wollt, empfehle ich diese Waffe. Oder diese Waffe, das Bild ist spiegelt. Auf der anderen Seite bin. Der Seite. Normalerweise bin ich da drüben. Bin ich da drüben. Bam. Bam the Ram, so hat's gemacht. So. Oben. Da. Das ist unser Scharfschützengewehr. Es ist eine Armbrust mit Betäubungs... mit irgendwelchen... Will ich erstmal nachladen, ist ja klar. Wow! Gell, Bruder. So. Hier liegen Hackfleischprodukte. Ganz viel Hackfleischprodukt ist am Start. Weiter, immer weiter. Nicht so lange angucken. Nicht so lange angucken. Also, oh doch, könnten wir doch hochspringen. A4, A5. So. Die Details in der Map-Gestaltung finde ich auch exzellent. Also, so eine leere Map sieht meistens nicht gut aus. Alter, Aufgang hochgegangen. Also, das ist das, was auch am meisten Zeit in Anspruch nimmt an so einem Level-Design. Du kannst das Grundding, baust du dir hin. Natürlich, das dauert auch alles.
Aber nachher die Feinheiten, wie dass hier Felsen rausgucken, dass hier eine Aloe Vera-Pflanze ist, dass hier irgendwelche Büsche sind, ein Schild, Barrikaden, Stromkabel, die überall langlaufen, im Hintergrund irgendwelche Berge, Felsvorsprünge, wie so ein Wasserkanister. Ich finde das tipptopp. Also Respekt an jeden Level-Designer. Es ist verdammt viel Arbeit. Da kann man sich ruckzucki drin verlieren in sowas. Jetzt auch nicht lang. Ich habe mal ein Video gesehen von der Unreal 5 Engine. Zum Level-Design. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Das ist jetzt nicht die Unreal Engine 5. Aber... ja, hier geht's nicht weiter, gell? Da hat man gesehen, wie viel Arbeit das doch macht und wie schnell man sich da drin verliert im Level-Design, dass man... hier weiter? Nö, hier geht's nicht weiter. Dass man sich mit so vielen Details... hier kann noch was hin und hier noch ein Kistchen und hier noch so ein paar Mülleimer und... eine Sicherheitsstange, dass man da nicht drüber durchfährt, und es ist hier an der Ecke Kameras, also es sind auf jeden Fall eine Menge Dinge, die einfach dazugehören, die im echten Leben halt auch sind. Sagen wir, gehen da lang, ne? Keine Granate. Aber wir haben dafür was anderes. Eine Granate. Die ich hab's nicht so mit Granaten. Die Granatenphysik ist nicht jemand. Amen, oder? Sieht nicht danach aus. Müssen wir es halt so machen. Tut mir leid, aber ich bin nicht der Granatenwerfer. Ja, du hast mich hier getroffen. Aber, nee, hast du... du kannst ja gar nicht mehr reden, weil du bist ja tot. Ich würde behaupten, da geht's weiter. Ja, theoretisch auch, ne? Ja, schnell ist er leer. Doppelschuss, rechte Maustaste gibt einen Doppelschuss auf der Schrotflinte. Ich habe natürlich gerade sehr viel Leben verloren. Pro Gamer halt, ist ja klar. Da haben wir jetzt ein bisschen Panzerung gekriegt. Da ist nachgeladen, die ist nachgeladen. Mit nix. Stream Deck ist im Weg. Sieht er dann auch halt nicht sehr steril aus, was natürlich auch gut ist. Also wenn hier mal so ein Regal ist, wenn hier irgendein alter Kram, Klimbatsch drin ist und so, Stromkabel, die hier irgendwo überall lang führen. Ist schon recht nice. Marsch! Scheiße! Hab ich mich... es war ein Streifschuss. Es war ein Streifschuss. Der ist nicht tot. Ich hab ihn nur... das, übrigens, das war ich nicht. Ja, so ein Aim hätte ich gerne mal draußen in der freien Wildbahn hier, weißt du, aber... konkret. Komm mal auf die Boot. Nein, ich möchte dich nicht umbringen. From the looks of it, you got an eye for the finer things in life. Check this out. Ich hab ein Auge für feine Dinge. Natürlich. Here it is, Doc. The motherlode. What can
Natürlich Bluescreen. Darf auch nicht fehlen, weil es alles ausgefallen. In der ganzen Anlage geht nichts mehr. Und immer schön eine Leiter benutzen, gell? Dass wir nicht vom Türrahmen runterfallen. So. Hier ist natürlich so viel Munition, dass wir gar nicht alles mitnehmen können. Ist ja klar. Was ich jetzt nicht verstehe, und was ich jetzt nicht verstehe, ist, dass diese Waffe eine experimentelle Waffe war, die gerade entwickelt wurde, aber hier liegt überall Munition rum. Ja, aber die auch im Half-Life 1 irgendwann, wenn man die Waffe bekommt, dann liegt da natürlich überall Gedöns rum. So, wir machen uns mal hier voll mit dem ganzen Zeug. Da ist noch mehr. So, und jetzt gucken wir mal, ob alles nach. Ja, siehst du, hier haben wir noch eine Magnum, die wir noch nachladen müssen. So, dann die ist voll, die ist voll, die Raketen machen, kann man nichts machen. Laufen wir nochmal durch, weil irgendwo war doch bestimmt noch ein bisschen Magnum-Munition. Irgendwo war doch Magnum-Munition gewesen. Hallo? Ah, da war sie. Ah. Sehr schön, sehr, sehr schön. Also nehmen wir uns wieder die und die. Übrigens, Vorreiter, meiner Meinung nach Vorreiter in diesen Spielen, Unreal Tournament, Unreal 1, Half-Life 1, Q-Schnelltaste für Waffen wechseln. In den heutigen Ego-Shootern lege ich das immer noch auf Q, weil das früher bei Half-Life 1 schon auf Q war. 1998. Ob das die ersten waren, weiß ich nicht. Das sind so die ersten Spiele, die ich gespielt habe. Ich rede hier nur von mir. So. Ach, siehst du, das hat noch gefehlt. Nochmal ein bisschen den HEV voll machen. Sodler. Sehr schön. Aber der eine Wissenschaftler, den wir da zurückgelassen haben, chillt ja immer noch seine Base. Da, wo ich zufälligerweise eine Granate geworfen habe mit Gasleck und Explosionskisten. Ich denke, dass der immer noch... Mal schnell speichern. Dass der immer noch da in seinem Räumchen rumchillt. Ah ja, siehst du? Fast gedacht, dass wir hier lang müssen. Ich kann mich auch an diese Szene nicht an Half-Life 1 erinnern, wo aber Black Mesa, das Spiel an sich, viele neue Passagen drin hat. Wie ich gelesen habe. Ja, auch das hier, guck mal. Kaputtes Geländer. Warum auch immer es kaputt ist. Die haben viele neue, also nicht komplette neue Kapitel, waren es glaube ich nicht gewesen. Aber viele neue Zwischensequenzen zwischen den einzelnen Maps, die einige wohl dazu gebaut. Was ja auch nicht verkehrt ist, gell? Seinen eigenen Stil mit hinterlassen. So wie ich gehört habe oder gelesen habe, dass das wohl die Entwickler von Black Mesa... eine Gruppe von Entwicklern war, kleine Leute, wie du und ich, und die dann nachher in Kooperation mit Valve das weiterentwickelt haben oder eingekauft wurden oder aufgekauft wurden oder mit Valve-Mitarbeiter sind, wie auch immer, und dass die 100% Unterstützung bekommen haben. So habe ich es gehört. Wenn es nicht so ist, schreib es in die Kommentare. Okay, hier geht's doch gleich wieder rund. Das Risk-Management-Levels, ja. Das war riskant gewesen. So, wir gehen erstmal hier drüben gucken. Hier geht's auf jeden Fall rund, ja. Es ist auch das versteckte Büro. Falls du mal 5 Minuten Pause brauchst, ein bisschen den Kopf klar kriegen, dann setzt man sich ins dunkle Kämmerchen. Wie zu Hause. Hackfleischsoße! Ich gehe doch da drüben runter. Moment. Jupp. Ist gute Hack.
Ja, siehst du gut, dass ich dich schon eliminiert habe. Okay, das, Oh, jetzt dachte ich, ich fall da runter. Nur, wieso laufe ich jetzt hier lang? Nur weil ich gesehen habe, dass da oben Panzerung liegt. Ich hätte jetzt auch hier weiter da hochgehen können, da wäre ich da oben gewesen. Aber da liegt wieder was. Was ich ja unbedingt haben wollte, obwohl meine Panzerung ja voll ist. Das ist natürlich wieder richtig toll. Komm ich überhaupt da hoch? Komm nicht mal hier hoch. Nee. Also. Geh mal hier weiter. Bei der Runde. Das sieht aus, als ob wir da lang müssten. Aber wir gehen natürlich standardgemäß. Verstecken wir uns erst, bevor wir Angst haben. Schauen wir uns das hier hinten erstmal an. Und dann immer erst in die andere Richtung gehen. Lieber online, Multiplayer, MMORPG, wie sie alle heißen. Ja, Quest in diese Richtung. Aber wir gehen in diese Richtung. Weil da gibt es geileren Loot. So. Irgendwer schießt. Was war das? Was war das? Der geflogen? Wow, wow, wow. Ah, jetzt ist das Tor. Jetzt ist das Tor zu. Das heißt, wir müssen es auf jeden Fall hier lang. Ja. Kriegen wir ihn runter? Kriegen wir ihn runter? Wir haben ihn runtergekriegt. Black Hawk down! Black Hawk down! Ja, ein ganzes Magazin ist klar. Was? Ja! Oh, ja. Oh, 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 okay. Ich hab sie schon gesehen. Ich hab sie schon gesehen, die Kollegen. Weg mit denen. Das sind die mit diesen Bienen. Die haben das hier. Das sind auch richtige Kavenzmänner, sind das. Und das sind... Der macht ein Niggerchen. Der ist nicht tot. Der schläft. Etwas länger als andere. Ich hab den nicht umgebracht. Der lag da schon. So. Erstmal die Raketenwerfer wieder mitnehmen. Ammo immer gut. Vielleicht ist hier auch noch was drin. Bisschen Panzerung. Bisschen Panzerung. Okay. Ganz wichtig bei den Spielen, mit einer Brechstange alle Kisten kaputt machen. Das ist ja wohl klar. Immer alles mitnehmen. Hier ein bisschen Munition noch mitgenommen. Zack, zack. Der Sheriff. Die Löcher sind nicht von mir. Die waren auch schon. Erinnert mich immer an Barney. Half-Life, Blue Shift. Da geht es um Barney, um so ein Security. Um so ein Security. Mitarbeiter, den spielt man dann. Man spielt nicht Gordon Freeman, man spielt dann Barney in Blue Shift. Und den gibt es auch zu spielen, zumindest bis Kapitel 4, habe ich ja schon erzählt. Von den Machern von Black Mesa. Und die haben sich viel Mühe gegeben. Also das Level Design, das ist echt schön. Da unten geht's weiter. Aber erst gucken wir hier. Mal auf die Bude. Nö, mal bleibt's zu. Da ist er. Da ist er, der Kollege. Wir gehen mal ran auf den Meter. Wow, schlagen kann er auch gut. Ja, das wäre dann gewesen.
Da müssen wir hoch. Dann geht's nicht weiter. Panzerabwehrwerk. Was? Was? Ich muss den nachladen. Hä? Was? Das muss man doch gesagt kriegen, wie das geht. Man kriegt mir auch so fertig. So, nächster Panzer kaputt. Hä, was? Ist das Ding kaputt oder das Ding ist kaputt? Deswegen geht das nicht, oder? Warum? Den hat's richtig weggeschallert. Den Rückstoß, ja. Also, läuft. Habe ich jetzt nicht so... Warte mal. Ah, jetzt ist sie geladen. Ich hätte doch noch schießen können. Oh, jo, das muss man jetzt mal wissen. Ja, egal, Raketenwerfer hat geregelt. Rocket Launcher hat geregelt. So, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Diese Tür geht nicht auf. Hier ist nix. Dann ist das Tor dann offen, würde ich behaupten. Gehen wir mal durchs Türchen. Schöne Effekte. Gehen wir wieder in den Bunker rein. Da lang. Ladedaten. Begnüg dich mal da hinten. Kommt da noch wer oder? Weiß es nicht. Wir schauen mal. Wir gehen mal runter, wir gucken mal nach. Ja, genau. Ah, Chakalaka, ey. Müssen wir erstmal hier, müssen wir erstmal den Hackfleischgenerator rausholen. Da sind ja noch mehr. Komm raus aus deinem Versteck. Ja, da draußen geht's rund. Einfach mal machen lassen. Vielleicht habe ich Glück und die sehen mich nicht in der Ecke. Kann mich verstecken. Huhu! Ja! Hier ist noch eine für dich. Boom. Hier lagen irgendwo Granaten noch rum. Die nehmen wir mit. Die Tür ist zu. Das Ding ist zu. Zu. Bisschen Muni. Hackfleischmaschine hat hier
beste Arbeitsleistung. Ein hochwertiges Hackfleisch am Start. Dann hier auch so mit Mülleimern und einem Automaten. Der natürlich nicht geht. Hier ist zu. Da geht's weiter. Da bin ich aber durch. Also, noch mal gucken. Hier ist Packen verboten. Die Tür ist zu. Hier könnte es theoretisch weitergehen. Das zu, das zu. Wow, 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 wow. Was war das? Alter. Einfach aufgespießt. Was war? Ach, das war. Ja, richtig. Ach ja, das war dieses Sprungding. Moin. Ja, ich erinnere mich. Da eventuell. Wir gucken uns aber trotzdem erstmal hier. Oh, da könnte es auch hochgehen. Also wieder zurück. Oh, hier ist offen. Ja, deswegen immer mal in die anderen Ecken gehen. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Panzerung mitgeholt. Jetzt sind wir wieder eins weiter unten. Die Tür haben wir aufgemacht. Machen sie einfach mal auf. Vielleicht müssen wir ja später nochmal dahin. Eigentlich nicht, aber... Achtung, frisch geputzt, gell? Auch hier mit dem Dreck auf dem Boden und so. Wunderschön. Hier, für euch. Fernzünder. Was ich auch noch nicht gemacht habe, die das aber jetzt tun werde, ist... Eine Claymore! Mit Laser. Das sind übrigens die, die ich... durch den Explosionslagerraum musste. Überall jump, 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 jump. Die habe ich auch. Und kann sie auch benutzen. Hier liegen auch wieder leckere Hackfleischteile rum. Laufen wir hier lang. Da brennt's. Da geht's nicht weiter. Nachgeladen. Jupp. Hui. Gute. Hallöchen. Hä? Oh, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Man kann auch ganz schnell im Kreis sich drehen, im Kreis laufen. Gar kein Problem. Immer wieder gerne. Also nach oben ging es ja nicht. Wenn ich mich erinnere. War doch oben gewesen. Wieso bin ich denn jetzt wieder nach unten? Huch. Ich behaupte dann, dass ich hier einfach hier runter muss. Ich lasse dir aber sich erstmal ein bisschen... ja, ups. Da. Aha. Dass sie sich erstmal ein bisschen anfreunden da unten. Die sollen ja auch tolle Freunde werden. Und Kollege, du hast gesehen, da steht ein. Da steht jemand. Mach doch erstmal den kalt. Bevor du dich um mich kümmerst. Siehst du? Geht doch. Genau. Das hat nicht funktioniert. Aber kein Problem, das hatte ich vorhin auch. Ich habe die Granate, aber das ist ein NPC, der kann eigentlich ganz gut werfen. Ich habe es natürlich nicht hinbekommen. Ich bin jetzt einfach mal so frei und jump jetzt einfach mal hier runter. Nett. So, was hast du für eine Waffe gehabt? Ist die weggeschmissen oder was? Willst du nur die Munition teilen? Das ist alles.
So, jetzt können wir uns den mal in Ruhe angucken, den Kulisch. Also hier haben wir diese Waffe. Er hat auch ein drittes Auge, glaube ich. Dort. Wenn ich das richtig sehe. Ja, muss ja alles analysiert werden und mal gucken. Es sind immerhin Aliens. Sind nur genau wie der Kollege hier hin. Mit seinen grünen Laserstrahlen. Ei, sieht jetzt schön aus. So, erstmal hier. Nix drin. War eigentlich auch zu erwarten. Aber manchmal. Jeder 30. Kiste, sage ich jetzt einfach mal. Da ist ja noch mal was drin. So. Geht's nicht? Ja, auch nicht. Okay. Alles rot. Geht's nicht? Auch nicht. Dadurch können wir auch nicht. Hier ist nix. Da ist nix. Hier ist auch nix. Ja, dann gehen wir mal in den netten Glibberbereich. Das sieht mir schon sehr nach Alien. Leckeren Alien-Wurstsalat aus hier oben. Einen leckeren Arm. Für die Snacks. Für zwischendurch natürlich. Die habe ich auch. Mick, 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 Mick. Das ist die Munition dafür. Jetzt haben wir 4. Jetzt haben wir 9. Jetzt haben wir 15. Das heißt, dass wir bald die wieder ein bisschen benutzen dürfen können. Müssen. Die haben mich auf jeden Fall schon gehört, wie es aussieht. Mach dich bereit. Aber ich mache mich natürlich dann auch bereit. Wir nehmen dies und dies. Hätten wäre ich gern hingegangen, aber vielleicht kommen wir da in eine andere Art und Weise hin. Ja. Weg mit euch. Zwar die guten Granaten weg, aber ich behaupte, dafür sind sie ja da. Dass man sie auch benutzt. Hier noch einer. Mich ändert nachher hin. Echt jetzt? Also, es ist nur eine Textur, es ist keine wirkliche Kiste. Genau wie die. Dann hole ich halt nichts mit. Aha. Keine Ahnung, was da stand. Oh, da tickt was. Es könnte explodieren. Wir gehen noch mal hin. Wir gucken noch mal. Ich bin ein sehr intelligenter Mensch. Funktioniert sehr gut.
Das funktioniert nicht. Das Offensichtliche. Eiland. Ey. Ich war doch gerade hier oben drauf gewesen. Dann gib mir die Motorhaube wenigstens. Da. Nein, wir hier hin. Hier hin. Und wieder runter. Weil da sind ja nur 6 Leben drin. Ha, ha, ha. Aber jetzt wissen wir, dass wir so, so, so und so. Nichts passiert. Wir vielleicht erstmal einen Überblick verschaffen sollen. Egal, rein ins Getümmel. So, was ist das hier? Nix. Oh, 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 oh. Wo ist denn der? Da ist einer. Und da war einer. Eieiei, was für eine Geburt. Was für eine Geburt. Jo, ich hätte natürlich auch... ...das nehmen können. Oh, das... ...Hupala. Da habe ich den seine letzte Ruhestätte wohl etwas geschändet. Es tut mir leid. Es war keine Absicht gewesen. Da wieder ein Panzer durchkommt oder so? Wir werden sehen. Ein Stapelgabler. So, geht's nicht weiter. Die Tür geht nicht auf. Da irgendwie auch nicht. Gut, das Ding haben wir nämlich eben in die Luft gesprengt. So, hier. Nicht. Hier waren wir auch gerade eben. Ich sehe es schon wieder nicht, wo wir lang müssen, gell? Ah, ich sehe es doch schon wieder nicht. Gibt's vielleicht hier um ein Knöpfchen zu drücken? Oh, wir sind am Flughafen. Das ist ja theoretisch schon mal ganz nett. Machen wir es einfach so. Wow, 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 wow. Okay, 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 okay. Geh mir geregelt. Geh mir alles geregelt. Wir kriegen alles geregelt hier. Ah, toll mit diesem.
Need copy? Help? Jo. Gon Freeman ist am... Gon Freeman ist am Start. Er wird auf jeden Fall wild noch rumgeballert. Mit niedrigen Gang hier runterfahren, bitte. Na, jetzt ist die Frage, machen wir den weg? Soll er bleiben? Der macht sich alleine weg, das ist schon mal gut. Hallo Slotaris. Ich habe die Cam ein bisschen nach oben gemacht. Also normalerweise ist die etwas weiter hier unten. Ich habe sie ein bisschen oben, damit man die Anzeige da noch sieht. Also normalerweise ist das so. Und die Größe an sich habe ich so gewählt. Die Größe habe ich gewählt. Ich finde das eine gute Größe. Ich kann es aber gerne noch ein bisschen kleiner machen. So. Und ich denke, vielleicht ist es besser. Bisher finde ich Black Mesa ein sehr, sehr gutes Spiel. Finde es richtig geil. Ja, gell, so. So, oh, vielen Dank für den Follow, Totaris. Bisher, also ich finde das Spiel bisher richtig, richtig gut. Ich bin ein richtiger Half-Life-Fanboy. Hier auch schön mit Kappe und niemals die Hoffnung aufgeben für den dritten Teil. Hab alle Teile gespielt, Opposing Force und Blue Shift und Episode 1, Episode 2 und den ganzen Kram. Ich meine, damit wird man groß, gell? Das ist das erste Mal, dass ich Black Mesa spiele. Das ist das erste Mal, dass ich den Remake mir reinzimmere. Ich habe mal angefangen bis kurz vom ersten Kapitel, Ende des ersten Kapitels. Und jetzt durch die Kappe und das T-Shirt, durch Weihnachtsgeschenk, habe ich natürlich jetzt wieder ein bisschen Blut geleckt und dachte mir, fange ich mal ein bisschen an zu streamen und das mal zu zocken überhaupt, weil ich habe das schon ewig in der Steam-Liste. Ich habe jetzt schon richtig viel Spaß und allein die Umgebung und die ganzen Details, dass die alles so schön neu gemacht haben. Und wenn man überlegt, wie Half-Life 1 früher ausgesehen hat, es ist einfach mega geil. Ich finde es richtig gut. Und es ist, man ist halt damit groß geworden mit Unreal, Unreal Engine und Unreal Tournament, Half-Life 1, Half-Life 2 und das ist mega, mega, mega. Ich kann nur immer wieder sagen, Leute, zockt das Spiel. Der erste Teil ist auch richtig gut. Richtig, geht's richtig vorwärts. Ich bin mit jedem neuen Effekten und jedem neuen Schauplatz, der mir gar nicht mehr so in Erinnerung ist, bin ich echt zufrieden. Den machen wir noch schnell weg. Ist so, das ist auch das, was ich die ganze Zeit sage. Es ist so viel Liebe zum Detail. Überall liegt irgendwas rum. Und die Zwischensequenzen sind auch super. Ich habe vorhin mich schon ausgelassen zu den ganzen Level-Designern, dass die viel Arbeit haben damit, dass das ewig dauert, bis das mal gemacht ist. Machst du hier ein bisschen und dann, ach, guck mal wieder rüber. Ich hatte mal ein Video über die Unreal 5 Engine gesehen, wie das, wie die da eine Map gebaut haben und da verliert man sich ganz schnell drin. Ja, mich auch. Also sogar länger wie 20 Jahre. Guck mal, ich bin jetzt 36. Ich habe es gespielt zum ersten Mal mit 13, also über 23 Jahre. Es ist... wir brauchen da uns darüber nicht zu unterhalten. Also schon, wir können uns gerne darüber unterhalten, aber wir wissen, was der andere meint. Das ist einfach mega. Ach ja, warte. Ich muss mich... muss ich mal schnell um meine Kollegen hier kümmern. Hier, guck mal, die ist für dich. Ging ein bisschen weiter. Die ist auch noch für dich. Alles dabei. Es macht
mega viel Spaß und wie die Monster alle neu aussehen. Tipptopp. Also. Alleine das Schlachtfeld hier, gell? Ich find's cool. Ist auf jeden Fall sehr schön. Es ist sehr, sehr schön geworden, das Ganze. Es ist ja schon von 2015, der Black Mesa 2015. Laut Twitch oder YouTube-Liste 2015. Ich habe jetzt bei Wiki nicht geguckt. Ich habe das schon sehr lange auf dem Schirm, um ehrlich zu sein, das Spiel. Ich habe es auch... guck mal, was wir da haben. Da. Ich habe das auch etwas länger schon in der Steam-List bei meinem Angebot gewesen. Wie gesagt, und jetzt komme ich mal dazu, durch die Winterpause das mal zu spielen. Half-Life 1 ist auf jeden Fall heilig. Es ist heilig gesprochen worden. Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall gut. Nur das Ganze jetzt mal, die Story noch mal Revue passieren lassen. In hübscher ist natürlich nicht zu bezahlen. Also natürlich kostet das Spiel Geld, aber ist natürlich richtig gut. Da kommen halt viele jugendliche Erinnerungen. Die ganzen Vibes von früher. Von Half-Life und von den LAN-Partys, die man besucht hat, die man gemacht hat, dass das ewig gedauert hat, hatte ich vorhin auch schon angesprochen gehabt, dass es meistens länger gedauert hat, alles einzurichten, wie das Zocken an sich. Und dann hat man oft Bilder, Videos, Spiele ausgetauscht. Und da war man meistens damit mehr beschäftigt, wie mit der eigentlichen Zockerei. Also nicht immer, aber in vielen Fällen war es so gewesen. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt vorgestern habe ich das Remake installiert und bis Kapitel 4 habe ich gelesen. Was vorgestern war es, glaube ich. Bis Kapitel 4 ist auch schon gut. Wenn sie jetzt bei 5 sind, ist natürlich noch viel. Oh wow, chill, Bruder, chill. Warte mal gerade. Ist es natürlich noch viel besser. Und 5 von 8, das wird auf jeden Fall eins meiner nächsten Streams werden. Wenn ich das Black Mesa fertig habe, dann will ich entweder Half-Life 2 mit dem Cinematic Mod, der 18 GB groß war, oder den Blue Shift. Und wie ich gesehen habe, falls das auch von denen ist, Opposing Force, wie hieß das? H-E-S-U-C-H-S, irgendwie sowas, denn Opposing Force, wenn die da auch dran sind, gär, mashallah, richtig geil. Da geht's richtig vorwärts. Ich finde das auch richtig gut. Ich werde es auf jeden Fall zocken, sag ich dir, wie es ist. Ich werde da schon ein paar Stunden versenken drin. Jetzt erstmal hier schön die Story. Schön die Story durchschallern. Und später. Aha, warte. Und später dann die Errungenschaften-Trophäen noch hier und da mal offline das Ganze. Noch zocken und holen. Oh, was haben wir hier? Das wäre auf jeden Fall ein Träumchen, gell? Das, sag ich dir, wie es ist. Also, da sind wir voll. Die Muni ist auch voll. Darf sie eigentlich gar nicht sein. Aber schnell nachladen. Also, das sind halt... Opposing Force haben wir früher auch immer im Multiplayer gespielt. Ich kann mich an diese eine Map erinnern, wo es so ein Turm hochging. Und dann haben wir die Dinger haben wir überall hingesetzt. Die haben wir überall hingesetzt, gell? Wieder zurück zum Spawnpunkt. Dann sind die wieder gespawnt. Dann hast du dir wieder bei 5 oder 10 Stück geholt. Und bist du wieder... Ja, das hat Explosionen gegeben. Das war richtig krass. Der hat gerade über die Linse gestrichen, cool. Das ist auch das einzigste Half-Life, was ich im Multiplayer gespielt habe, das Opposing Force. Sven Coop! Mega geil, das sag ich eben, wie es ist. Sven Coop! Das war auch geil. Sven Coop war cool, da konntest du wenigstens mit den Kollegen noch zocken. Achso, wir müssen ja hier hoch. Ach ja, Sven Coop.
Das war auch geil. Da konntest du doch auch. War das nicht die Singleplayer oder irgendwas? Wie war das nochmal gewesen? Konntest du die Singleplayer mit dem Kollege spielen oder waren das einzelne Maps im Multiplayer? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß aber auf jeden Fall, Sven Coop war richtig geil. Da haben sie schon was geleistet. Die damaligen oder Unentwickler von Sven Coop. Ja, genau. Singleplayer-Mission im Koop-Modus. Lade Daten. Ja, ach, das waren schöne Zeiten. War das bei Sven Coop mit Bunny Track? Aber ich glaube, das war Unreal Tournament, war das, glaube ich, gewesen. Wo die dann immer so Maps gebaut haben, wo so ein ganz kleiner Streifen war, wo du drüber musstest und schleichen und drüber und zack, zack, zack über die ganze. Ah, das war, glaube ich, Unreal Tournament. Aber auch das war geil. Guck mal, kommst du hier rein? Allein die, diese Lichteffekte, die Lampe geht an und aus. Wenn du die Taschenlampe aus hast, die Stimmung hier unten, die ist recht düster. Und die ist richtig gut getroffen. Und auch hier mit den ganzen Rohren, mit den ganzen kleinen Details hier, das ist schon sehr schön. Oh, hat's Platsch gemacht. Aha. Aber das weiß ich nicht, ob ich das im Multiplayer spiele. Das weiß ich noch. Sagen wir mal so, das weiß ich noch nicht. War da noch was gewesen? Ich behaupte mal, ja. Ich nehme das mal dankend an. Das Granatengeschenk. Und weiter geht's. Okay, er hat sich ausgetobt, der Kollege. Auf jeden Fall. Was ist das? Ja, irgendeine Factory. Oh, nicht schlecht. Bitte aufpassen beim Treppensteigen, gell? Man kann sich schnell die Knochen brechen. Ruckzuck liegt man wie der Kollege auf dem Bubis. Naja. Beißbein gebrochen. Wollen wir ja nicht. Den Soundtrack, die Musik an sich finde ich richtig gut. Nur dieses Rock ist nicht so meins. Da waren, ich glaube, ein oder zwei bisher dabei, wo ich gedacht habe, nee. Schauen wir mal, wie das wird, was jetzt anfängt. Alter, was ist das? Hä? Hä, was war denn das gewesen? Hä, war das auch im ersten Teil? Hä? Warte, ich muss jetzt mal klarkommen. Also, ich behaupte, dass
in der jetzigen Aufnahmezeit, dass Black Mesa kein sicherer Arbeitsplatz mehr ist. Weil die wurden etwas überrannt von netten Kollegen aus dem Weltraum. Also sicher ist da gar nichts mehr. Okay. Ich wollte ihm eine Chance geben. Also das war jetzt eben, was auch immer da geflogen ist, gell? Sah schon nicer dicer aus. Ich bin eine Stunde vorbei. Ich wollte sagen, dass ich jetzt mal schnell ein Päuschen mache. Von wo? Von da hinten. Den nehme ich noch mit. Ich mache eine kurze Aufnahmepause und bin in ein paar Minuten wieder da. Oh, war das aufregend gewesen bis jetzt. War das aufregend. Ja, ich freue mich auf den Rest des Spieles. Ja, vielen Dank fürs Dranbleiben und Zuschauen bisher auf Twitch im Livestream. Vielen Dank für die späteren oder jetzigen YouTube-Zuschauer. Die Videos gehen daher noch auf YouTube hoch. Und ich würde sagen, nach einem kurzen Päuschen bin ich bald wieder für euch da. Hier machen wir Sekündchen, ein schnelles Schnellspeichern. Und hier werden wir mal schnell in die Pause reingehen. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. Now